Ah, dieses Gelb sticht ganz schön ins Auge. Wir müssen los. Verstecken sich vor der Polizei. Gibt's hier denn gar keine guten Jungs? Vielleicht ja doch. Noch nichts? Die Energiesignatur aus dem Park stimmt mit keiner aus der Datenbank überein. Warum nicht einfach auf der Frequenz der Signatur schwingen und ihnen folgen? Weil wir nicht wissen, ob sie an einen gefährlichen Ort führen. Oder überhaupt irgendwohin. Nein, Superman hat recht, es ist viel zu gefährlich. Schade, dass ich nicht schnell genug reagiert habe, um sie zu schnappen. Wir finden sie. Wir müssen einfach. Welch seltene Ehre, Eure Hoheit. Ich brauche Informationen über die Regierung der Oberwelt, Geschichte und aktuelle Strukturen. Ah, für die Vertragsverhandlungen mit dem Hohen Rat. Ja, die Vertragsdiskussionen. Ich fürchte, unsere Quellen sind begrenzt. Superman war nie gewillt, etwas vom Innenleben seines Regimes preiszugeben. Sag mir, was du über die Ereignisse dieses Aufstiegs weißt. Eine vollständige Überprüfung sollte zu neuen Strategien für Verhandlungen führen. Es ist mir eine Ehre, Herr. Vor 5 Jahren hat der Verbrecher Joker Superman dazu gebracht, seine Frau und seinen ungeborenen Sohn zu töten und Metropolis zu zerstören. Von Trauer zerfressen tötete Superman den Joker. Ja, wir können uns noch alle gut an den Tag erinnern. Danach kannte er keine Gnade. Als Richter, Geschworene und Henker konnten er und andere Metamenschen die kriminellen Elemente schnell in die Schranken weisen. Dadurch wurde er sehr beliebt. Die Oberwelt hatte auf eine starke Führung gewartet. Superman konsolidierte seine Macht. Er schuf die Eine-Erde-Regierung. Demokratische Institutionen verschwanden. Herr, die Gesandten des Hohen Rates erwarten euch im Thronsaal. Flash, Shazam, willkommen. Eure Hoheit, es ist eine Ehre, euch zu treffen. Als erste Bewohner der Oberwelt, die Atlantis betreten dürfen. Ja, wir haben wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Den Vertrag. Den finalen Entwurf. Superman ist sehr erfreut, dass ihr seinen Vorschlägen zugestimmt habt. Darf ich? Gibt es ein Problem, Eure Hoheit? Das bedeutet vollkommene Unterwerfung. Superman wird über Atlantis herrschen. Dem habt ihr zugestimmt. Das erwarten wir. Ihr droht mir? Seid vorsichtig. Wir haben unsere Befehle. Richtet es Superman aus. Er wird Atlantis nicht bekommen. Mitzuhalten. Spürt die Macht von Atlantis. Ah!
und ich meine es ernst. Zur Hölle mit euren Befehlen. Wir kommen hier nicht weiter. Ich will mit Superman sprechen. Ihr sprecht nicht mit Superman. Ihr werdet tun, was ihr verlangt. Ihr werdet tun, was ihr versprochen habt. Ihr seid beide miese Diplomaten. Das ist der Herr. Also gut, die Paralleldimension. Für wen arbeitest du, Thronräuber? Manta? Ocean Master? Ich bin der König von Atlantis. Ich höre auf niemanden. Im Gegensatz zu dir. Zügle deine Zunge. Du würdest dein Königreich wie ein paar alte Stiefel hergeben? An einen Bewohner der Oberwelt? Der Vertrag verpflichtet Superman, die Ozeane zu erhalten und unsere Autonomie anzuerkennen. Die Armee muss unter seinem Befehl stehen. Ein notwendiger Kompromiss. Wohl eher ein Zugeständnis. Das ermüdet mich. Ergreift ihn. Ich wollte dir eigentlich meine Hilfe anbieten. Aber das gilt nicht mehr. Mächtiger Neptun! Allmächtiger Neptun! Thank you.
das gilt nicht mehr. Allmächtiger Neptun! Was soll ich machen? Du sollst nachgeben. Reden wir über eine neue Außenpolitik. Tötet ihn! Was jetzt? Schießen wir mal zuerst, was? Ich habe die Sache aber vielleicht ein bisschen angeheizt. Ares, was machst du hier? Ich brauche den Kampf und wäre fast verhungert. Ich spürte die Rückkehr der Aggression und suchte ihren Ursprung. Du hast mehr als das getan. Du hast uns hierher gebracht. Nein, aber ich kann mir denken, wer das war. Mein Feuer muss nicht angeheizt werden, Ares. Sag mir, wer es war. Du willst mir Befehle erteilen? Allerdings. Und du wirst gehorchen. Mächtiger Neptun! Du bist schwach, Ares. Supermans Herrschaft hat beinahe alle Konflikte gelöst und mich ohne Macht zurückgelassen. Wenn du uns nicht hergebracht hast, wer dann? Die, die Supermans Herrschaft ein Ende setzen wollen. Die Aufständischen. Helden? Nur einer. Alle Helden, die Superman herausforderten, wurden ausgelöscht. Er hat sie getötet. Und jetzt sind nur noch die übrig, die sich ihm angeschlossen haben? Neben ein paar ehemaligen Schurken, deren Loyalität gekauft oder erzwungen wurde. Ich muss meine Kameraden treffen. Sie sind gerade bei den Aufständischen. Sende mich zu.